Hi, Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Und heute habe ich Gunfighter. American Bourbon Whisky Double Cask 50%. So, Golden Moon, ich schenke schon ein, startete 2008 in Ohio mit dem wunderschönen Namen Maison de Levy. Also, mein Französisch aus Amerikaner ist grässlich. Haus des Lebens. Aber am Stephen Gold zog es bald nach Colorado. Wenn ich höre, dass Leute nach Colorado ziehen, gerade um die 2010 herum, denke ich immer wieder an Menschen, die gerne Marihuana rauchen. Denn das wurde zuerst dort legal. So hat es mein Neffe gemacht. So, Stephen Gold rühmt sich der größte oder eins der größten Bibliotheken zum Themen Distillen auf der ganzen Welt besitzen. Zu besitzen. Wow, ich habe bisher noch nichts getrunken und ich kann immer noch nicht reden. Also Literatur aus dem 16. Jahrhundert, also wahrscheinlich auch bis hin zu Arabisch wäre das denn da. Ah, 16. Jahrhundert nicht mehr, das war ja 9., 10., 11. Jahrhundert. Vieles, vieles aus dem 18., 19., 20. Jahrhundert. Und er hat hier eine Rye, Entschuldigung, er hat hier ein Rye, kommt morgen, und auch noch ein Bourbon. Und diese Bourbon ist Double Cask. Was heißt das? Zuerst kommt es in frischen amerikanischen Eichenfässer rein, mindestens 6 Monate, höchstens 2 Jahre. Und dann bekommt es, und da bin ich hier ein kleines bisschen verwirrt, auf deren Webseite steht French Port Barrels. Port darf nur in Portugal hergestellt werden. Deshalb steht bei Whiskey Base French Fortified Wine. Also, irgendeine französische portähnliche Substanz benutzen sie denn da? Also EU-Recht und so weiter. Parmesankäse darf nur aus Parma herkommen, da dort aus der Region in Italien. So, Gunfighter, American Bourbon Whiskey, Double Cask. Erste Fass ist dann diese Eichen, zweite Fass ist dann diese Port. Man könnte auch sagen American Bourbon mit einem Port Finish. No, man muss sagen Double Cask. 50% kostet ungefähr 50 Euro. Manuel, vielen Dank für diese beiden Samples hier. Ich steige einfach ganz schnell rein, denn sehr, sehr, sehr viel habe ich online darüber nicht gefunden. Ich war auf der Golden Moons Seite und ein paar andere Sachen und ja, was soll ich sagen? Da war nicht unbedingt sehr viel darüber. Ist das ein Bourbon? Wow, diesen Geruch kenne ich irgendwo her. Und das ist schon. Oh, jetzt habe ich. Es ist mein Portwein. Tatsächlich. Deshalb. Entschuldigung, das hätte ich vorher. Das kenne ich irgendwo her. Ja, ich bin bei meinen. Oh, das habe ich hier gerade eben abgedeckt. Ups, falsche Seite hier. Ihr könnt nichts sehen, weil ich halt eben hier sowieso das Bild darüber habe. Also, Port, Finishing und Jace. Ah, ja. Dad's Hack aus Pennsylvania hat auch ein interessantes Portwein-Finish. Tomaten, 14 Jahre alt, Portwein, nicht meins. Also Tomaten und ich haben noch nicht uns ganz, ganz, ganz lieb gefunden. Aber das Zeug ist im Grunde sehr gut. Aber gerade diese 14 Jahre alt Port finde ich nicht besonders. Schöne Beine. Also richtig langsam, süffig. Also hier muss ich auch noch mal schauen. Jetzt wird mein Weißabgleich hier. Also der hat schon einen Rotstich, finde ich. Also ganz, ganz leichte. Ich wusste gar nicht, dass Frankreich Port hat. Also dass sie Wein hat mit zusätzlichem Alkohol dazu. Okay. Ja, also eindeutige Port-Einfluss. Ich glaube, ich habe schon mal hier erwähnt. Sherry in meinen Fässern, PX oder Oloroso, lecker. Was habe ich hier? Ich habe, glaube ich, auch gerade eben vor 2 Tagen auch mit meinen Irish herumgespielt, mit den Turconnell. Und da habe ich meine Madeira auch gesagt, lecker. Aber ganz, ganz, ganz dezent.
Also wirklich, ich habe 4 Tropfen pro CL reingetan. Tropfen, nicht CL, also war wirklich minimal. Und auch hier beim Port bin ich nicht ganz so sicher. Ich glaube, die haben ein bisschen zu viel. Die Fässern waren vielleicht zu nass. Keine Ahnung. Und damit deckt man ab. Ich höre auf zu reden, ich trinke gleich. Damit deckt man auch diese Jugend. Denn 6 Monate alt, auch in Amerika, ist echt nicht richtig lang. Wobei, jetzt bin ich wirklich dabei. Ein letztes. Breckenridge kommt auch aus Colorado. Und das Zeug ist auch nur 2 Jahre alt. Und es war bombastisch. Also das Zeug war sowas von gut. Naja, wenn es annähernd rankommt, werde ich hier gleich schwärmen. Lass uns sehen. Nase habe ich eine süße Karamell-Port. Also sehr traubenlastige Sache. So, und Mund? Wow, die 50% sind hart. Oh. Mein Control-Bourbon vorher war ein Bourbon mit 40%. Der hat 50%. Wow, ist das eine Achterbahn von Geschmacksrichtungen. Auch noch zum Schluss kommt diese Traube dadurch. Also ich habe schon mehrfach berichtet, dass manche Whiskys, auch wenn sie Finish haben, harmonisieren. Das ist ein Harmony, ein japanisches, super schön runde Sache. Das ist ein Gunfight. Jetzt verstehe ich diesen Namen. Also, da kommt dieser Bourbon da rein und schießt dagegen mit dem Portwein und der schießt zurück. Und das ist, als ob man wirklich alle 6 Kugeln dann in meinen Mund irgendwie hintereinander dann losgeschossen hätte. Der ist merkwürdig gut interessant. Und heiß. Wow. Also, ich erlaube mir, da, mein Wasser. Ich werde tatsächlich hier 1, 2, ich weiß aber noch nicht, was ein Tropfen. Ich habe, keine Ahnung, 8 oder 9 Tropfen da reingehauen, einen halben Teelöffel. Das ist wirklich nur noch einen halben CL da drin. Also jetzt schätze ich mal das auf 45%. Der Port kommt noch deutlicher durch. Vielleicht, weil ich das herausschmecken oder herausriechen möchte. Der Alkohol ist ein bisschen gezähmt, Entschuldigung. Aber da ist einiges auch ein Roggen da drin. Obwohl das der Bourbon ist, ich freue mich auf morgen. Mensch, was wird der Roggen so sein? Diese Gunfighter ist interessant. Nun, mit Wasser. Ja, der ist gebändigt, aber immer noch hot, immer noch jung, immer noch lecker, immer noch portfruchtig, immer noch ein bisschen süß. Ihm fehlt ein kleines bisschen, sage ich mal, heute an also Holz. Also das ist kaum da. Das hätte ein bisschen länger im Fass sein können. Bei 6 Monaten. Aber jetzt habe ich mein Problem, dass der auch ungefähr 50 Euro kostet. Ich erlaube mir noch einen Schluck. Also jetzt bin ich darauf fixiert. Ich weiß, was mich erwartet, auch ohne Wasser. Ich habe einmal mit, einmal ohne Wasser, einmal mit Wasser und jetzt ohne Wasser. Und ich möchte gerne, ich weiß gar nicht, ob ich die Kurve hinkriege mit einer Hand. Also eigentlich musste ich hier den Bourbon und hier praktisch den Port. Denn die, wie ich sagte, kämpfen miteinander. Und das ist echt, also dieses Begriff Gunfighter finde ich gar nicht so schlecht. Dieses Mensch, der die seine Pistole dann da gegeneinander dann schießt. So, lass uns mal beginnen. Okay, Geschmacksnerven, seid ihr bereit?
Also, diesen Port am Ende ist echt richtig, richtig krass da. Der Alkohol kämpft miteinander und der verliert. Echt buchstäblich, dieser Alkohol, obwohl ich den Geschmack vom Alkohol noch im Mund habe, hat er verloren, der Alkohol. Und dieser Port hat gewonnen. Der ist interessant, cool, gut, aber nicht wow. Also, der ist wirklich ein Exot. Also, er passt nicht ganz so in meine normale. Also, wenn ich den im Blind Tasting mit denen machen würde, würde er so schnell ausscheiden. Denn der ist nicht unbedingt das, was ich will. Aber andersrum, er ist schon merkwürdig gut. Ich sage einfach mit meinen Worten: Jason hier, Whisky Jason, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Stell mal vor, ich bin in Europa und plötzlich fährt jemand mit einem Pickup. Also, diese amerikanische Dinge, die da eine große Ladefläche hinten hat. Natürlich, wenn es hier regnet, ist das dämlich ohne Ende und ob man wirklich ein V8 oder V10 braucht, wie mein Vater damals noch hatte, ist auch außer Frage hier. Aber der ist irgendwie cool. Möchte ich gar nicht haben, aber der ist irgendwie cool. Und das ist ein Pickup, ein Gunfighter. Nicht weich, nicht smooth, aber kantig und eckig und hallo, hier bin ich und lieb mich oder hass mich, ist egal. Moon, Golden Moon, also Stefan Gold, muss ich sagen, nett. Du kriegst ein 2- von mir heute. Preis-Leistung 4+. 50 € dafür, no. Also auch, nee, ich bleib dabei. Ich würde ein 3- geben, weil es ein Artisan Distillery ist. Die sind relativ neu dabei. Wenigstens, okay, doch, ein 3- statt 4+. Denn was ich gut finde, ist, sie produzieren selbst und verkaufen selbst. Das, was sie nicht sind, ist eine, der sagt: Hallo, hier bin ich, meine neue Destillerie und ich habe noch nichts denn da, aber ich kaufe woanders ein, tue meine Marke da drauf und siehe da, das ist gut. Nein, das ist nicht gut. Also, ich habe vor ein paar Tagen, das ist eigentlich, wow, das ist echt schon lange her, 2 Wochen ist es her, habe ich hier meine Kinderhands gehabt. Und Kinderhands ist, die machen selbst nichts. Die kaufen nur woanders ein, tun ihr Etikett da drauf und verkaufen das. Und von daher finde ich es ehrlich und echt Gunfighter, mit dem Golden Moon einfach ein 3- zu geben für Preis-Leistung. Denn die produzieren selbst. Auch wenn es nur 6 Monate sind, da in einem Fass. Und die benutzen Port, um ein kleines bisschen einen Kick zu geben. Dennoch finde ich das ehrlicher und authentischer und eigentlich auch besser als ein anderes Produkt wie High West. Oder sonst irgendjemand, den man so nennen könnte, und dann das unter deren Namen zu verkaufen. Coole Sache. Also, danke, Manuel. Ganz, ganz anders. Was soll ich sagen? Whisky Jason her. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Liken, abonnieren, unten klicken auf meine ganz, ganz viele Samples. Und auch bitte, bitte, bitte anderen Leute da erzählen von diesem Channel. Vielen Dank. Tschüss und bis morgen.